CDU in der Region ist gut aufgestellt. Wir sind personell wie inhaltlich in der Lage, hier jederzeit diese Region gut zu gestalten. Gerold Papst ist ein starker CDU-Vertreter. Er ist seit vielen Jahren Stadtverbandsvorsitzender der CDU. Er macht eine tolle Arbeit. Ich schätze ihn sehr. Ich kenne ihn viele Jahre. Hier in der Nähe von Gut Dunau ist das Versuchsfeld von Tennet für den Südling, wo eben die entsprechenden Felduntersuchungen gemacht werden unter wissenschaftlicher Begleitung des Südlings, das heißt der Stromtrasse von Norden in den Süden von Deutschland. Das Südling-Projekt gehört zu einem der unzweifelhaft sehr umstrittenen Projekte der Vergangenheit, aber notwendig ist es jetzt in die Zukunft zu schauen. Wir müssen diese Entscheidung jetzt auch umsetzen. Und jetzt geht es darum, das Beste herauszuholen für die Natur und natürlich auch für die Landwirtschaft. Er hat mein vollstes Vertrauen und ich hoffe sehr, dass er sich als Direktkandidat jetzt bei der Landtagswahl am 9. Oktober durchsetzt. Er ist ein im wahrsten Sinne echter Anwalt der Bürgerinnen und Bürger seiner Region. Dr. Papsch ist ein Kandidat, der sich hier gerade für unsere Belange einsetzt. Auch seine Schwerpunkte, die er setzt, entsprechen in vielen Bereichen dem Willen der Bevölkerung. Und dass er mit Leib und Seele auch zu der Gemeinde Seelze steht. Mein Name ist Gerold Papsch. Ich möchte am 9. Oktober Ihr Landtagsabgeordneter für Basinghausen, Gärden und Seelze werden. Ich komme gerne wieder. Vielen Dank.